Hier am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg wurde gerade eine Räumungsklage verhandelt. Und zwar haben sich die MieterInnen, die in der Admiralstraße in meinem Wahlkreis wohnen, an mich gewandt, weil sie hier mit einer Strohmann-Konstruktion konfrontiert sind. Es ist nämlich so, dass der Eigentümer über einen Strohmann-Hauptmieter Untermietverträge vergibt und so versucht, Milieuschutz und MieterInnenschutz zu umgehen und die Mieten auch deswegen besonders hochgesetzt hat. Und als die Mieter sich dagegen gewehrt haben und gesagt haben, die Mietpreisbremse ist nicht eingehalten, wurde gekündigt, sie sollen jetzt die Wohnung verlassen. Das hier ist ein berlinweites Problem. Deswegen setzen wir uns als Linksfraktion dafür ein, dass es eine Schärfung des Mietrechts auf Bundesebene gibt, damit solchen Machenschaften das Handwerk genommen wird. Und wir setzen uns auch hier auf Landesebene für uns mögliche Instrumente ein, wie ein Eigentümerkataster für mehr Transparenz und natürlich die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne, damit wir bezahlbare Mieten haben, guten Mieterschutz für ein Berlin für alle.